Russische Quellen berichteten, dass die Stadt Soledar unter russischer Kontrolle sei. Der US-amerikanische Think Tank Institute for the Study of War widerlegte dies jedoch. Demnach sei Soledar trotz der jüngsten russischen Vorstöße nicht vollständig unter der Kontrolle Russlands. Auch eine Eroberung der umkämpften Stadt Bachmut sei laut Einschätzung des ISW aktuell nicht möglich, da sich Russland auf die Einnahme Soledars konzentriere. Russland setzte zur Eroberung Bachmuts immens viele Soldaten und Waffen ein. Möglicherweise habe Russland dadurch seine eigenen operativen Fähigkeiten eingeschränkt. Der US-amerikanische Think Tank betonte daneben, dass russische Streitkräfte weit davon entfernt seien, die ukrainischen Bodenkommunikationslinien zu durchtrennen.